Wie alt bin ich eigentlich? Und bin ich Hengst, Stute, Wallach? Ich weiß es nicht. Tja, und um diesen ganzen existenziellen Fragen, die euren Pferden in ihren Köpfen herumschwirren, ein Ende zu setzen, hat sich Star Stable ein neues Update überlegt. Und damit herzlich willkommen aufgesattelt und aufgesessen zu einem neuen Stallgeflüster. Ja, auf der Roadmap konnte man es lesen. Am 23. März kommt ein Update, was, naja, eigentlich nicht viel Neuerung bringt, aber ich finde schon, dass es ein cooles Update ist, aber wieso, weshalb, warum? Was ist es? Worum handelt es sich dabei? Warum finde ich, dass es ein cooles Update ist? Und was zur Hölle hatte diese merkwürdige Anmoderation hier zu suchen? Naja, was kommt rein? Wir bekommen neue Möglichkeiten, unsere Pferde zu personalisieren. Momentan ist es so, dass wir dem Pferd einen Namen geben. Und anhand des Namens kann man eventuell sagen, okay, das ist ein Hengst, das ist eine Stute. Oder man legt es halt einfach so fest. Und ja, vielleicht sagt man, okay, das ist ein alter Lehrmeister, der hat mir viel beigebracht. Oder man sagt, hey, das ist noch ein ganz junges, quirliges Pferd. Aber das war halt alles mehr so in unseren Köpfen. Und in dem, was wir wollten, wie unsere Pferde sind. Gut, ist es im Endeffekt auch ab dem 23. März noch, aber dann haben wir es weiß auf dunkelblau. Und zwar wird es die Möglichkeit geben, den Pferden ein Alter zuzuweisen und ein Geschlecht zu geben. Hoppala. Wie das genau aussehen wird, kann ich euch noch nicht genau sagen. Wie das dann sein wird, ich vermute mal, dass wir es beim Kauf festlegen können. Da stand allerdings in den Informationen darin auch, dass wir dann bald nicht mehr, endlich nicht nur den Namen, sondern auch Alter, Geschlecht und Alter und Geschlecht ändern können. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir dann demnächst vielleicht auch kostenlos den Namen ändern oder ist das auf den Kauf vom Pferd gemünzt, dass wir das da ja einmalig einstellen können oder können wir uns vielleicht auch nachträglich noch umentscheiden und sagen, okay, das ist jetzt doch kein Wallach mehr, das ist jetzt eine Stute oder sowas. Was wird uns da erwarten? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde mal so ein bisschen drauf los erzählen, was ich vermute, was kommen könnte und was ich mir erhoffe, was kommt. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, es ist weiß auf dunkelblau, es ist halt in einem ganz normalen, in einer ganz normalen Optik, wenn man das Pferd aufruft. Und ich vermute mal, dass es hier vielleicht irgendwie an der Seite ein- und ausklappbar sein wird oder sowas, dass man da sich anzeigen lassen kann, okay, was ist denn jetzt mein Pferd überhaupt? Was habe ich denn da überhaupt gesagt? Was soll denn mein Pferd sein? Und da haben wir, wie gesagt, eben die Möglichkeit, ein Alter festzulegen. Ich weiß nicht, wo das Alter anfängt und ich weiß nicht, wo das Alter aufhört. Ich gehe stark davon aus, dass es sich in einem realistischen Rahmen bewegen wird. Denn ein Pferd ist halt eben nun mal erst ab einem gewissen Alter bzw. ab einer gewissen Entwicklungsstufe reitbar. Das heißt, ich fände es blödsinnig, wenn man bei einem Pferd einstellen könnte, hey, es ist gerade mal ein Jahr alt, aber man donnert überall mit dem Pferd im Gelände rum, mit Sattel drauf und allem drum und dran und reitet es ganz normal. Genauso würde ich es total bescheuert finden, wenn du sagen kannst, hey, mein Pferd ist aber schon 30 und oder sagen wir 35, 40. Es gibt ja tatsächlich Shetland-Ponys, die solche Alter erreichen können. Und ich reite immer noch die höchsten Sprünge mit denen. Auch das ist ja irgendwie dann nicht mehr wirklich sonderlich realistisch. Gut, nicht alles in Star Stable ist realistisch, aber ich finde, solche Sachen, die man realistisch halten kann, die sollte man dann auch realistisch halten. Von daher gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass, dass wir da eine Möglichkeit finden oder dass es da eine Möglichkeit geben wird oder eine Begrenzung von Star Stable geben wird, damit es nicht komplett unrealistisch sein wird. Ja, Geschlecht können wir auch festlegen. Dabei haben wir nicht nur die Wahl zwischen Hengst und Stute, sondern auch der Wallach ist dabei. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Wallach ist, kann ja auch sein. Ist auch überhaupt nichts Schlimmes, wenn man das nicht weiß. Hengst, klar, männliches Pferd. Stute, klar, weibliches Pferd. Aber es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von
männlichen Pferden, nämlich den Hengst und den Wallach, ist uns allen bekannt. Oder ist den meisten zumindest bekannt. Und der Hengst, mit dem kann man halt noch züchten. Der hat noch alle genetischen Voraussetzungen und biologischen Möglichkeiten, um Nachwuchs zu zeugen. Und dem sagt man deswegen, ja, manchmal ist es tatsächlich auch so, dem sagt man deswegen auch oft nach, dass er so ein bisschen schwerer zu handeln ist, weil dann halt auch schon mal die Hormone mit dem durchgehen und anfangen zu hüpfen. Vor allen Dingen, wenn eine Stute in der Nähe ist, was bei einem Wallach jetzt nicht unbedingt der Fall sein muss, aber auch durchaus noch sein kann. Ja, und der Wallach, tja, schnippschnapp, Gehänge ab. Das ist halt einfach die männliche kastrierte Version, das heißt, der kann einfach keine Fohlen mehr zeugen und ist oft dann einfach ein bisschen leichter zu handeln, ein bisschen umgänglicher und guckt in aller Regel nicht mehr ganz so krass nach Stuten. Also diese drei Möglichkeiten haben wir dann bei der Auswahl des Geschlechts. Wie gesagt, interessant fand ich, dass da auch stand, Namen ändern. Ja, wir können auch momentan den Namen ändern. Momentan geht aber die Änderung des Namens bei unserem Pferd nur gegen einen gewissen Obolus. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele Starcoins man da zahlen muss. Aber dann muss man einfach einen gewissen Beitrag an Starcoins zahlen, wenn man den Namen ändern möchte und muss damit zum Notar. Ich muss ehrlich sagen, ich fände es gut, wenn das so bleiben würde. Wieso, weshalb, warum? Klar, ist natürlich ärgerlich, wenn man sich mit dem Namen vertut. Ich habe auf Dina Sunfield so ultra viele Pferde, dass ich da ein Assateague Pony und ein norwegisches Kaltblut mit dem gleichen Namen habe. Jo, ist dann halt doof, aber hätte man ja im Endeffekt im Vorfeld selber gescheit nachgucken können. Und es ist halt eben einfach nur mal so, dass auch im echten Leben das Umbenennen eines Pferdes zwar möglich ist, aber wenn man das jetzt nicht nur so für sich macht, sondern wirklich offiziell, dann kostet das halt auch Geld. Und von daher fände ich es eigentlich gut, wenn das so bleiben würde, dass das Umbenennen des Pferdes weiterhin Geld kostet. Ich habe halt nur jetzt mal die These aufgestellt, weil sich das ein bisschen, ja, schwammig liest, ob es vielleicht die Möglichkeit geben wird, sein Pferd kostenlos umzubenennen. Ich würde es auch nicht gut finden, wenn man seinem Pferd dauernd sagen, oder wenn man regelmäßig das Geschlecht verändern könnte. Das wäre halt einfach auch unpassend. Ich fände es jetzt gar nicht unbedingt uninteressant, wenn man sagen könnte, okay, man lässt das Pferd altern. Dass man einfach bis zu einem gewissen Höchstalter sagen kann, okay, das Pferd wird halt vielleicht tatsächlich immer an dem Tag, wo es, was weiß ich, bei einem im Stall eingezogen ist, ein Jahr älter. Fände ich jetzt gar nicht so blöd, weil das ist ja auch realistisch. Es gibt halt einfach Alterung. Automatische Alterung würde ich vielleicht auch nicht unbedingt wollen, weil ich meine, unser Charakter steckt auch in seinem Alter fest. Und von daher finde ich, sollte dann jeder selber entscheiden können, ob das Pferd altert oder nicht. An der Optik und am Gameplay wird das sowieso nichts ausmachen. Könnte man vielleicht programmieren, aber das geht viel zu weit. Das geht viel zu weit über den Sinn von Star Stable hinaus. Das kann man in richtigen Reitsport oder Reitpferdesimulationen machen mit Zucht und allem drum und dran. Ja, wo dann Pferde auch irgendwann versterben, aber bei Star Stable wird es halt einfach absolut nicht passen. In meinen Augen. Von daher denke ich nicht, dass es reinkommt und ich würde es mir auch nicht wünschen, dass es reinkommt. Gut, aber jetzt seid ihr mal gefragt, was sagt ihr denn zu dem Update? Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt niemand, der jetzt sagt, okay, ich hätte es extrem gebraucht, weil ich brauche es jetzt nicht zwingend. Ich finde aber, dass es für Roleplay-Zwecke, womit ich ja jetzt auch angefangen habe, durchaus interessant sein kann. Von daher finde ich das gar nicht verkehrt. Und es ermöglicht einem natürlich immer noch mal so ein bisschen, ja, man kann so oder so seine Geschichte zusammenspinnen. Aber so gibt das Spiel einem einfach die Möglichkeit, die Geschichte, die man selber im Kopf hat, so ein bisschen noch in sein eigenes Spiel, in seinen eigenen Account zu integrieren. Von daher nichts, was ich unbedingt gebraucht hätte. Aber auch was, wo ich sage, boah, nee, brauche ich gar nicht. Sondern wo ich sage, hey, ja, habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Aber ich finde die Möglichkeit eigentlich ganz cool. Aber was meint ihr denn? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.